So, wir machen heute die Adept Claudette. Was heißt Adept? Adept heißt, dass wir versuchen zu entkommen mit den eigenen drei lehrbaren Perks von ihr selber. Und diese sind Einfühlungsvermögen. Ja, dieser Perk lässt mich auf 128 Meter Entfernung weit verletzte Survivor sehen. Das heißt, wie kann ich das nutzen? Und zwar kann ich somit Leute heilen, die in Not sind, gerade aus der Jagd entkommen sind und selber nicht wissen, wo andere Leute sind. Aber viel interessanter ist, ich sehe auch theoretisch, wo die Jagd stattfindet. Das heißt, wenn jemand gejagt wird, anhand der Bewegung kann ich es ausmachen, dass sie vom Killer verfolgt werden. Und wenn sie in meine Richtung kommen, weiß ich, wie ich zu reagieren habe. Ist ein sehr guter Perk, ist auch sehr nützlich für Leute, die gerne Taschenlampen-Saves machen. Die wissen dann immer durch die Wände überall, wo sie sich zu positionieren haben, ohne dabei entdeckt zu werden, wenn sie sich gerade für den Taschenlampen-Safe fertig machen wollen. So, botanisches Wissen. Das lässt mich, du verwandelst Pflanzen, die du in der Nähe des Lagerfeuers gefunden hast, in Tinkturen und Blutungen verringern. Die Heilungsgeschwindigkeit und die Effizienz von Heilungsgegenständen werden um 33% gesteigert. Ja. Ist okay. 33% schneller heilen. Ist gut mit Self-Care, denke ich mal. So, und der dritte Perk, Self-Care, schaltet die Fähigkeit frei, dich ohne Heilungsgegenstände mit 50% der normalen Heilungsgeschwindigkeit selbst zu heilen. Erhöht die Effizienz von Selbstheilung mit Heilungsgegenständen um 20%. Ich werde kein Item mitnehmen. Bei Dwight habe ich auch kein Item mitgenommen, weil wir versuchen das einfach so aus der Runde heraus das Beste zu machen. Ich denke mal, dass dieser Perk mich am meisten retten werden in den Situationen. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Super Map für die Adept. Naja, mal schauen. Boah. Larrys, ja. Wie soll man Larry spielen? Wenn man keine Gems findet, hat man die Chance, wenn diese Schilder hier oben, wenn die flickern, dann ist ein Gen drinne, der noch gemacht werden muss. Wenn die aus sind, gibt es keinen Gen. Wenn die leuchten, heißt es, da ist ein Gen fertig geworden. Wir sehen zum Beispiel hier die Toilette. Also ich schätze mal, das soll ein Zeichen sein für die Männertoilette. Da ist noch ein Gen drinne, der noch gemacht werden muss. Nee, ist Mann- und Frau-Toilette anscheinend, Badezimmer. Dieses Badezimmer hat kein Gen drinne, weil das Schild grau ist und nicht flackert. Okay, die Obsession sehen wir an den Klammern, dass sie zittern, wird gejagt. Erster Treffer schon, Thanatophobia. Thanatophobia sagt aus, pro verletzter Survivor ist unser Fortschritt an Heilung und Gen langsamer. Das war nice, Felix. Skillcheck verkacken, während das Ding anspringt, ist eine Kunst. Oh, es ist Spirit. Könnte also schwer werden mit der Adept. Ich weiß, habe ich beim letzten Mal auch gesagt bei Dwight. Aber Spirit ist halt ein. Das ist ein Killer, den kannst du nicht auskontern. Okay, sie hat keinen Ruin. Da muss eigentlich das Team funktionieren und alle müssen Jens klatschen, 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 um überhaupt eine Chance zu haben. Und der Felix scheint auch nur mehr zu gehen als zu rennen. Ich weiß nicht, ob seine Renntaste kaputt ist. Ach, er rennt. Er rennt mir an meinen Gen zu nah rum. Ich habe keinen Bock, durch einen Facewalk vom Gen weggegrabt zu werden. Das heißt, ich versuche, andere Leute zu finden. Ich will da nicht stehen und tatenlos zusehen. Hier hörst du schon, welcher ist ein Gen? Da helfe ich David beim Gen.
So, er kriegt jetzt Distanz, das heißt, wir könnten danach zu meinem Gen zurückgehen. Ich werde David mal signalisieren, wenn er fertig ist, dass er da mitkommt. Vielleicht hat er den Wink verstanden. Nein, David hat das nicht verstanden. Okay. David geht erstmal zum Ausgang. Du, David, du hast ja was falsch verstanden. Wir müssen noch 3 Gens machen. Noch ist der Ausgang nicht so weit. Uns fehlt noch ein bisschen was. Auf jeden Fall was Gutes. Felix führt unser Spirit zu spazieren, wie es aussieht. Er ist jetzt in dem Generatorraum. Das sehe ich daran, weil man dort hochgehen kann. Und da er ja sonst einer ist, der gerne spaziert und jetzt nicht mehr aufhört zu rennen, gehe ich mal schwer davon aus, dass er die ganze Zeit gejagt wird. Wir sehen, das Badezimmer flackert immer noch. Okay, er wurde jetzt von jemand anderem gejagt. Jetzt wurde doch jemand anders gejagt. Twice ist das. Der Spirit genau zu uns führt. Sehr gut gemacht, David. Ein bisschen früher wäre auch gut gewesen, aber ich nehm's. Wir sehen, dass da hinten am Gen gearbeitet wird. Wow. Okay, sie wurde gestört am Gen. Soll ich dich heilen, ja? Wir machen Platz für David, so dass er nicht rumrennen laufen muss. Okay. Und jetzt kommt der Slowdown, glaube ich. Ich versuche den Gen weiterzumachen. Dadurch, dass die anderen aggressiv reingesprungen sind, wird sie wahrscheinlich... Was ist das? Das war ja gruselig. Okay, ich glaube, ich bin der Nächste, der gejagt wird. Kratzspuren hören dort auf und hoffen, dass sie denkt, ich stehe an der Palette. Ein nächster wird gejagt und ich glaube, dass sie den Gen jetzt erstmal bewachen wird. Also ich denke mal, das war ein Pop-Ghost-Visa-Kick. Dieses komische Aufleuchten da. Keine Ahnung, was ich sonst damit anfangen soll. Okay, jemand anders wird gejagt. Er wird geheilt, wie es aussieht. Er heilt sich selbst. Das heißt, die Spirit macht gerade nichts, außer Gens patrouillieren. Natürlich jetzt für mich ein Risiko, erwischt zu werden. Sie macht einen Fake Walk. War klar. Könnt ihr mal bitte den letzten Gen machen, Leute? Wenigstens probieren. Und hier finde ich, ist Selfcare besser. Als es nicht zu haben. Jetzt können nämlich 3 Leute sich konzentrieren, an die Gens zu machen, anstatt mich heilen zu müssen. Und von daher ist hier Selfcare eigentlich eine geile Kiste.
Weil sie müsste committen. Und in der Zeit könnten die Leute die Gens machen. Noch einer ist verletzt. Vielleicht hilft's ja. Nice. Ich hoffe, die anderen machen's. Okay. Sie hat Feeling Tremors, also bebendes Zittern. Jedes Mal, wenn sie jemanden aufhebt, sieht sie, dass Leute am Gen waren. Sie weiß also, an welchem Gen gearbeitet wird. Und das macht es extrem schwer, jetzt hier im Endphase voranzukommen. Ich pumpe jetzt meine Werkzeugkiste rein, in der Hoffnung, dass sie nicht herkommt, dass wir das schaffen. Zweiter rennt schon weg. Anstatt mal das Ding hier zu Ende macht. Aber das ist random, ne? Solo Queue. Ich mache meine Adept mit Solo Queue. So, Ausgang da, Ausgang da. Ich gehe hier hin. Mal wird down gehen. Oh, nice. Ja, ist trotzdem down gegangen. Was macht sie jetzt? Da ist ein Haken. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit dieser Ausgang war. Okay, ich habe auf jeden Fall, ich weiß, wo die Luke ist. Das ist schon mal ein Vorteil. Und ich weiß, wo Dwight den Ausgang öffnet. Das heißt, theoretisch dürfte mir jetzt nicht mehr viel passieren. No. Wir bodyblocken beschützen. Geh doch raus, okay, Alter. Wenn du stirbst, bist du selber schuld. Idiot. Okay. Und das war Adept Claudette wieder mal gegen Spirit. Läuft. Zum Glück ist DVD ein abwechslungsreiches Spiel mit mittlerweile 20 Killern. Das heißt, wann immer man bereit drückt, man weiß nie, welchen Killer man da bekommen kann.